Es waren einmal 100 Schafe. Sie lebten am Borkumer Deich und fraßen Gras. Jeden Tag. Das Gras schmeckte gut, die frische Nordseebrise belebte und zu gucken gab es auch immer etwas. Alle Schafe waren zufrieden. Na, das stimmt jetzt so aber nicht. Aber Schafe sind doch eigentlich immer zufrieden, oder etwa nicht? Naja, Gras und Brise und so weiter, es ist ja alles ganz nett, aber auf Dauer echt langweilig. Es gibt auch noch mehr zu sehen als immer nur den Deich. Außerdem laufe ich schon ganz schief, weil ich immer auf der Strecke stehen muss. Na gut, 99 Schafe waren zufrieden. Eins langweilte sich. Und wer sich langweilt, kommt über kurz oder lang auf Ideen. Warum brichst du denn den Zaun? Ich breche aus. Das kannst du doch nicht machen. Doch das Schaf ließ sich nicht beirren, knabberte ein Loch in den Zaun, schlüpfte hindurch und verschwand. Tschüssi! Und wo geht's jetzt hin? Ans Festland. Ich habe gehört, das Gras ist dort viel grüner als bei uns. Und so kletterte das Schaf hinunter ans Watt. Dort war es noch nie vorher gewesen. Der Boden war ganz matschig und blieb zwischen den Hufen hängen. Ganz schön eklig. Und das Festland lag ziemlich weit weg. Da traf unser Schaf auf eine Möwe, die sich auf dem Schlick niedergelassen hatte und fragte höflich: Entschuldigung, wie weit ist es denn von hier aus noch bis zum Festland? Ach, das sind nur etwa 15 Flugminuten. Gar kein Problem. Ja, herzlichen Dank. Keine Ursache. Seufzend macht sich das Schaf auf den Weg zum Festland. Damit macht es sich allerdings ziemlich unbeliebt. Aua! Hey, wer lag mir denn da auf den Kopf? Entschuldigung. Doch die Wattwürmer, denen das Schaf immer wieder auf den Kopf trat, waren nicht das einzige Problem. Jetzt gibt's Ärger! Ja, und zwar richtig. Je weiter das Schaf lief, desto nasser wurden seine Füße. Das Wasser stieg immer höher, sodass das Schaf warten musste. Wenn es so weitergeht, muss ich bald schwimmen. Und es ging so weiter. Die Flut kam. Guck mal, Else, da schwimmt ein Schaf. Siegfried, wie oft habe ich dir denn schon gesagt, du sollst den Touristen nicht immer ihre Weinbrandbohnen klauen? Das Wasser stieg immer höher und unser Schaf bekam langsam Angst. Zur gleichen Zeit zählte der Borkumer Schäfer seine Schafe durch. 95, 96, 97, 98, 99, 99? Da fehlt doch noch eins. Wisst ihr, wo das abgeblieben ist? Da entdeckte der Schäfer das Loch im Zaun und jede Menge Schafskörtel auf dem Weg runter zum Watt. Da war der Fall klar. Oh nein, mein Schaf ist ins Watt runtergelaufen und die Flut steigt immer höher. Das Schaf schwebt in großer Gefahr. Der Schäfer machte sich große Sorgen. Oh je, schwimmen Schafe eigentlich oben? Doch zum Glück hatte der Schäfer eine Saison beim DLRG gearbeitet und war ausgebildeter Rettungsschwimmer. Und zum Glück trug er auch noch seine Badehose drunter. Sofort eilte er dem Schaf in Seenot zur Hilfe. John, wo bist du? John! Der Schäfer schwamm und schwamm. Und die Flut stieg höher und höher. Doch dann hörte der Schäfer etwas. John, da bist du ja. Halt durch. Ich bin gleich bei dir. Der Schäfer schwamm zu seinem pudelnassen Schaf, das sich nur noch mühsam über Wasser halten konnte. Und ein bisschen stolz war er auch. Hatte er beim DLRG nie einen Menschen aus dem Wasser ziehen müssen, konnte er nun endlich seine lange einstudierten Rettungsschwimmergriffe an seinem Schaf anwenden. Das war nicht bequem. Nee. Aber nützlich. Komm schon, ich bring dich ans Ufer. Und so brachte der Schäfer sein halb ertrunkenes Schaf sicher wieder zum Deich zurück, wo die anderen 99 Schafe standen und blöd glotzten. Und während die 99 Schafe auf dem Deich vor lauter Staunen das Grasfressen ganz vergaßen, der kleine Ausreißer seine Wolle trocken schüttelte, rief der Schäfer seine Familie und alle seine Freunde zusammen, um die Rettung seines verlorenen Schafes zu feiern. Er hätte zwar noch 99 andere Schafe gehabt, aber... Jedes einzelne Schaf ist mir wichtig und ich würde es nicht aushalten, wenn auch nur eines davon verloren ginge.